Hallo, hallo, meine Lieben, hier ist wieder euer Einheil-Hadi. So, warum eigentlich Einheil? Warum steht hier eigentlich Einheil-Hadi? Ich habe von euch ein paar Fragen bekommen und du hast ja früher mal was mit Autos gemacht und so weiter und das wollte ich euch jetzt mal ein bisschen erzählen. Vielleicht mein Werdegang. Eine wollte meinen Werdegang wissen und das versuche ich jetzt mal ein bisschen aufzuziehen. Also, warum eigentlich Einheil? Warum eigentlich, Harry? Warum habe ich eigentlich das Tattoo? Bleibt bitte ganz dran, weil das ist interessant. Also, ich bin am 1.12.66, ich glaube um kurz vor 7 Uhr auf die Welt gekommen. War ein ganz normales, behütetes Kind. Wir haben damals keinen Laptop oder irgend so ein Zeug gehabt. Wir haben auf die Baumhäuser gespielt, auf die Bäume rumgesprungen und im Dreck gewühlt. Und haben draußen gespielt. Ich bin ganz normal aufgewachsen, man hat nicht viel gehabt, man hat nicht so arg viel gekriegt, aber man hat sich einfach am Leben gefreut, das war einfach so, bei mir haben wir Freibad gehabt, das war perfekt. Ich weiß bis eins, mit 4 Jahren oder so, sagt mir mein Vater zu mir, weißt du eigentlich schon, was du werden willst? Dann sage ich zu ihm, natürlich, ich will Autorichter werden. Und da habe ich dann mein Lexikon geholt und da war ein Automechaniker drin, das habe ich ihm gezeigt und habe gesagt, Papa, ich will Autorichter. Das ist auch so geworden, ich habe das auch gemacht. Ich habe den Job echt lang ausgeübt, ich bin selber Kfz-Meister und ich habe eine eigene Werkstatt gehabt, die ich dann verkauft habe, dazu später mehr. Dann ist weitergegangen, ganz normal Hauptschule, ich war nicht irgendwie ein Streber oder was, draußen war wichtiger, rumspringen mit den Kumpels war wichtiger als wie lernen. Ganz normal mittelmäßig, in der 7. Klasse hat es irgendwann Zing gemacht und auf einmal habe ich 7.1 im Zeugnis gehabt. Abschluss habe ich auch mit 7.1 gemacht, QA. War damals was wert, heutzutage leider nicht mehr. Bei uns hat es gelangt, ich bin damals Automechaniker geworden. Ich habe mich damals bei meinem Lehrbetrieb, wo ich praktisch gelernt habe, beworben. Die haben mich dann auch gleich genommen und da habe ich dann meine Lehre absolviert. War ein paar Jahre Gesell. Habe damals sogar in meiner Lehre, im zweiten Lehrjahr, meine Süße kennengelernt, meine jetzige Frau, die ich immer noch habe, die ich vorher geheiratet habe. Mit der habe ich 3 Kinder, 2 Buben und ein Mädel. Die Buben sind 88, 90 auf Welt gekommen, das Mädel 94. Dann ganz normal in die Arbeit gegangen als Kfz-Mechaniker. Irgendwann dann 88 das erste Haus gekauft, so ein kleines Altsheisle und renoviert. Da hat mir mein Schwiegervater echt viel geholfen. Muss ich sagen, echt Dankeschön dafür. Er hat mir saumäßig viel beigebracht, das was ich jetzt alles kann, habe ich alles von dem. Mein Vater ist Maler, der hat mir das Malern gezeigt, das habe ich damals echt krass, mittlerweile mag ich es gern. Tapezieren habe ich immer noch, aber Malern ist für mich völlig okay, weil ich habe mir teilweise so viel streichen müssen, wenn ich heiße, was ich gehabt habe bis jetzt und was ich gekauft habe. Dass es einfach notwendig war, das zu machen. Gell? Dann habe ich als Kfz-Mechaniker gearbeitet, in einem anderen Betrieb, da habe ich LKW repariert, habe aber nur da 3/4 Jahr gearbeitet und dann bin ich zu DASA gegangen. 89 bin ich zur DASA gegangen, dort war ich bis 94, glaube ich, 94, als Fluggerätebauer. Es hat auch echt locker Spaß gemacht, eigentlich. Das war recht locker für mich, weil ich das Arbeiten eigentlich gewöhnt war und die da drin waren es nicht gewöhnt. Wir haben Akkord gehabt, das habe ich locker geschafft. Und da habe ich mich dann auch in dieser Zeit, weil ich einfach nicht ausgelastet war, auch ganz ehrlich gesagt nebenbei selbstständig gemacht und habe einen Kfz-Handel angefangen. Ich habe die Autos gekauft, meine Frau und ich und meine Kinder haben es geholt und meine Frau hat es meistens verkauft, weil ich in der Arbeit war. Dann war es so, 93 oder 94, hat es geheißen, es gibt eine Abfindung. Da haben wir gedacht, okay, wir haben übrigens dann 92 schon das nächste Haus gebaut gehabt, das andere wieder verkauft. 92 habe ich das nächste, 91, 92 habe ich das nächste Haus gebaut gehabt. Und dann 93, 94 hat es auf einmal geheißen, gibt eine Abfindung, haben wir gedacht, da ruf schon mal Steuerberater an. Steuerberater hat gesagt, du, wenn dir das daheim mehr Spaß macht, das läuft eigentlich gut, wenn du mehr Zeit hast, daheim das zu machen, dann läuft es noch besser. Also, von mir aus kannst du es wagen. Dann haben wir gedacht, okay, was machst du jetzt? Du hast 3 Kinder zum Ernähren, du hast ein Haus abzuzahlen. Was machst du jetzt, wenn es schief geht? Dann haben wir gedacht, komm, scheiß da an, jetzt spring ins kalte Wasser, mach das. Und mache mich selbstständig, dann bin ich mein eigener Herr, wollte ich eigentlich schon immer sein. Und habe mich selbstständig gemacht, mit dem Kfz-Handel nebenbei ein bisschen geschraubt. Und habe mir gedacht, wenn es dann nichts ist, dann gehe ich halt woanders in die Arbeit, ist der wurscht, ich kriege überall einen Job, ist gar kein Problem. Ja.
Und so habe ich dann kündigt und habe mich selbstständig gemacht. Das ist dann Bombe gelaufen, muss ich sagen. Hat alles super funktioniert. Das hat so gut funktioniert, dass ich eigentlich 95, also wie gesagt, 91, 92 haben wir gebaut. Und 95 habe ich dann einen Platz gefunden mit der Halle drüben. Da habe ich zur Frau gesagt, komm, wir bauen nochmal. Ich habe das gekauft. Dann haben wir das eine Haus wieder verkauft und haben das nächste gemacht. Und haben da eine Werkstatt gemacht. Und da habe ich mich dann 97, am 22.04.97, oder besser gesagt zu meinem 30er, am 1.12.96, habe ich genau mit der Meisterschule angefangen. Und im 22.04.97 habe ich die Meisterschule, also habe ich das gekriegt, das bestanden war. Und dabei war meine Werkstatt auch schon fertig, war komplett eingerichtet, alles drum und dran. Da war eigentlich nur noch das Ding, da war dran gestanden Auto Früchtel und unten Kfz-Meisterbetrieb, das Kfz-Meisterbetrieb war umdreht. Und ich war fort beim Auto holen und komme zurück und der Schwiegervater und meine Frau waren im Hof gestanden. Und haben das Schild umgedreht gehabt. Und das war so der Hammer. Dass du es echt geschafft hast, das war echt so der Hammer. Das bewegt mich immer noch, das merkt man, das bewegt mich immer noch brutal. Wie gesagt, 97 haben die Werkstatt aufgemacht, auch gleich dann zwei Leute eingestellt nach kurzer Zeit, weil ich so viel Arbeit gehabt habe, dass gar nicht ausgegangen ist. Meine Söhne sind dann irgendwann im Betrieb mit eintreten, wo sie so alt waren, haben die Lehre bei mir gemacht und haben mir dabei geholfen. Teilweise waren wir 4 Mann oder 5. Arbeit haben wir genügend gehabt. Ich selber habe ja die Autos geholt und verkauft und so weiter. Und die anderen haben die Arbeit gemacht, ich habe aufgepasst. Das Problem war bloß, es hat nie so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe, weil die Leute eigentlich viel Scheiße gebaut haben und ich habe es nacharbeiten müssen und habe mir das anhören müssen. Das war dann eigentlich so, dass ich dann die Leute alle gekündigt habe und die dann nur noch mit meinen Söhnen gearbeitet hat. Meine zukünftige Schwiegertochter ist dann auch noch im Betrieb mit eingetreten und wir waren ein reiner Familienbetrieb und dann hat das auch funktioniert. Und ich habe damals meinen ersten Kunden, 701, das war ein alter Mann, der war schon in meinem Bauernhof, da, in einem Bauernhof habe ich einen Kuhstall gehabt, da wo habe ich ein bisschen geschraubt. Und der war mein erster Kunde in der neuen Werkstatt und habe gesagt, hör zu, wenn zum 50er, wenn ich 50 wäre, höre ich mit der Werkstatt wieder auf. Ich habe gesagt, ich tue noch ein bisschen handeln, tue noch ein bisschen was machen, aber da höre ich wieder auf. Und ich werde lachen, das war auch so mit 50, das war aber dann ein anderer Fall. Ich habe dann zweimal einen Burnout gehabt und dann habe ich aufhören müssen. Und mein Sohn hat dann gesagt, er übernimmt den Online-Shop von mir. Ich habe gesagt, okay, mach du das. Mit Handeln und Reparieren haben wir aufhören müssen, weil ich habe es nicht mehr machen können, weil das hat mich hier gemacht. Gell. Wir haben dabei ja schon 2010 das größte Kaufhaus in Schwabmünden gekauft. Haben das gemacht, da hat mein Sohn, mein großer Sohn und meine Frau hat das gemacht, ein großes Kaufhaus mit allen möglichen Sachen, Früchtel und mit Style haben wir jetzt immer noch, aber nicht mehr als Kaufhaus, sondern als Onlinehandel, so wie Amazon das macht. Und das ist jetzt hier, da wo ihr seht, wo ich immer arbeite, das ist unser neues Anwesen seit 2 Jahren, das andere haben wir auch wieder verkauft. Und so arbeiten wir jetzt praktisch und machen das. Und Gott sei Dank muss ich sagen, bei dem Burnout war es so, meine Familie hat mich aufgefangen, meine Frau hat das gemerkt. Bin zweimal zusammengebrochen. Meine Frau hat das gespannt, was mit mir los ist, was sie für Gedanken haben, und hat gesagt: Du kommst jetzt zu mir, machst die Werkstatt zu, komm zu mir. Und dann haben wir eben die Werkstatt zugemacht. Und ich habe das echt saugern gemacht, ich muss es sagen, wirklich gern. Und genau zu meinem 50er oder halt, ich sage mal so, um den Dreh um ein paar Wochen, 3 Wochen später oder 2 Wochen, 3 Wochen später oder 2 Wochen später haben wir die Werkstatt verkauft wieder. Mein Sohn war dabei schon woanders, der hat sie woanders was gemietet und macht den Online-Shop sehr erfolgreich weiter, muss ich sagen. Stop, Tommy, du machst das top mit deiner Frau. Und so habe ich meine Werkstatt praktisch wieder hergeben müssen. Ja. Dann habe ich mir eben, da war ich, unser Haus oben, wo der Laden immer war, fertig renoviert soweit. Ich habe das Ganze durchgehabt und dann habe ich irgendwas braucht, weil der Harry ohne Werkstatt geht einfach nicht. Das geht nicht. Ich kann nicht, ich bin ein Schrauber, ich bin ein Handwerker, ich bin ein Bastler. Und ohne Werkstatt geht nicht. Dann haben wir so einen Gewölbekeller gehabt, der war nicht arg groß. Und dort habe ich mir eine kleine Werkstatt eingerichtet. Und da habe ich mir damals eine Drechselbank zu Weihnachten gewünscht von Einheit. Die habe ich nicht gekriegt, dann habe ich es mir selber gekauft. Dann hast du dazu braucht eine Bandsäge. Und dann ist losgegangen. Dann habe ich das erste PXC-Gerät gekriegt. Dann habe ich die große Ständerbohrmaschine gekauft und so weiter und so fort. Die große Ständerbohrmaschine gekriegt. Und dann habe ich das, wie gesagt, das erste PXC-Gerät. Und wenn das dann hast und dann siehst du kannst die Akku überall nehmen, ein Akku, 1000 Möglichkeiten, das ist so genial. Und dann habe ich kaufst du das und das und das und das ist dann auch wie eine kleine Sucht. Aber das Ganze, wie ich zur Einheit gekommen bin,
wie das Ganze zustande gekommen ist, warum ich hier das Tattoo habe und warum ich drucke, ich sehe das immer Spiegelverkehr, warum da Einheitshaare steht, warum ich die Videos mache, das verlinke ich euch unten, weil das habe ich zu meinem 500. Abonnentenvideo schon gemacht, da habe ich das alles gesagt. Und bevor ich das jetzt nochmal sage und irgendwas verdrehe oder das hier anders anhört, weil ich es einfach nicht mehr so hundertprozentig sage wie letztes Mal, dann schaut euch das unten an, das Video. Da habe ich alles gesagt, das ist so wie es war, warum. Aber wie gesagt, mir hat das so angefixt mit diesen Power Exchange Geräten. Ich habe mein ältestes Einheitsgerät, das ist über 30 Jahre alt, das funktioniert mir am ersten Tag. Ich habe bis jetzt, toi, 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 Klopf auf Holz, so die Ulla, gell? Toi, 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 kein kaputtes Gerät gehabt, geh aber damit auch vernünftig um, muss ich sagen, weil wenn du vernünftiger Handwerker bist, dann weißt du, was der Maschine aushält und wann sie kaputt machst, gell? Das ist einfach so. Und du kannst jede Maschine überbeanspruchen. Ich hab auch früher viel Makita-Werkzeuge gehabt. Ich hab meine Schubladen noch Haufen Makita und Bosch und so Zeug liegen, AEG teilweise. Ich habe bis jetzt immer mit allem Möglichen gearbeitet, habe aber in der Werkstatt viel Makita gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch Einhell. Und ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, also ich glaube, dass da kein Unterschied nicht ist. Eher nur, dass die Einhell meiner Meinung nach besser sind. Also es ist natürlich auch so, die Geräte, wo es da drin lagen in der Schublade, sind 20 Jahre alt. Gell? Das kann ich jetzt auch mit dem heutigen Standort nicht mehr vergleichen. Aber es ist halt so, wenn du die für Akkusystem entscheidet und das ist einfach das Power Exchange, was ich mir entschieden habe, dann führst du das automatisch weiter, weil ich habe keinen Bock, dass ich, was weiß ich, wie viele verschiedene Akkuladegeräte irgendwo rumflacken habe und was ist hier alles, verstehst du, so nimmst halt die Geräte mit, was brauchst, nimmst lieber ein bisschen mehr mit und dann hast du das dabei und brauchst bloß ein paar Akkus und fertig, das ist einfach super. Gell? Aber wie gesagt, schaut euch das andere Video, wo ich unten verlinkt habe, noch an, das ist auch ganz toll, da habe ich das erzählt, warum ich das Tattoo habe, wie ich zu einer gekommen bin und wie ich in Landau an der Isar war, das war eine super tolle Erfahrung, habe ich alles unten verlinkt. Gell? Schaut euch das an. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war einfach ganz ehrlich von mir, was ich bis jetzt alles so gemacht habe, geschafft habe, wie es mir ergangen ist. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare oder E-Mail oder WhatsApp, keine Ahnung, ich beantworte das. Momentan geht das alles noch locker, dass ich alles beantworte. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht einmal über 100.000 Abonnenten habe oder 10.000, was weiß ich wie viel, dann wird es vielleicht schwieriger, wenn du dann, ich sehe das auch bei den anderen, da so viele Fragen hast. Ich weiß nicht, ob du das dann noch beantworten kannst, aber momentan schaffe ich das locker. Also schreibt zurück eure Fragen rein oder eure Ideen, irgendwas. Ja. Danke fürs Zuschauen, das war's schon wieder von mir. Es freut mich riesig, für euch Videos machen zu dürfen. Es freut mich riesig, mit meinen Maschinen arbeiten zu können. Das ist einfach, das ist meine Welt darin. Das ist einfach meins, das ist mein Hobby, das macht mir Spaß. Ich habe genug Arbeit damit. Ich habe ums Haus herum genug Arbeit. Wer weiß, was noch kommt. Vielleicht kaufe ich noch mal irgendwas, weiß ich nicht. Mal schauen. Aber wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Könnt ihr mal ein Abo da lassen, wenn ihr Bock habt auf mich. Oder einen Daumen nach oben. Bleibt so gesund. Bleibt so, wie ihr seid. Freut euch in eure Maschinen, so wie ich das mache. Und wir sehen uns. Euer Einherr Harry. Bye, bye und ciao. Macht's gut.